Außer Internet, Planet Badass ist der offizielle Untertitel von Serious Sam 4. Den haben die Entwickler von Crow Team jetzt mit einem ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Darin zu sehen, Sam, der auf seinem Motorrad in Richtung Gegnerhorden fährt. Mehr verrät dieser Trailer noch nicht, das soll er auch nicht, denn die ersten Infos zum Spiel soll es dann erst auf der E3 im Juni geben. Angekündigt ist Serious Sam 4 schon vor einer ganzen Weile worden, das ist nämlich 2013, gab es schon die ersten Infos dazu, dann hat man es aber immer wieder verschoben. Eines der größten Spiele der Welt wird noch größer, denn es sieht ganz so aus, als käme Fortnite jetzt auch nach China. Über den offiziellen Epic Games Twitter-Account heißt es da nämlich, dass der Battle Bus am 23. April in Richtung China fliegt. Unklar ist momentan noch, ob Epic das Spiel vor Ort dann selbst published oder mit einem Partner zusammenarbeitet. Schon jetzt hat Fortnite über die verschiedenen Plattformen über 45 Millionen Spieler. Der gigantische chinesische Online-Markt dürfte diese Zahl aber nochmal immens vergrößern. Die Verfilmung zu Ubisofts The Division nimmt langsam Fahrt auf, denn nach den Hauptdarstellern Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal hat man jetzt auch einen neuen Regisseur gefunden. Das ist niemand Geringeres als David Leitch, der nicht nur in John Wick, sondern auch zuletzt in Deadpool 2 die Regie geführt hat. Das berichtet das US-Magazin Variety. Variety will auch erfahren haben, wie man dann weiter vorgehen will, denn die Vorproduktion zum The Division-Film soll dann im kommenden Jahr beginnen. Vorher muss David Leitch noch eine Kleinigkeit erledigen, nämlich mit Dwayne The Rock Johnson ein Spin-off zu The Fast and the Furious drehen. Einen geplanten Kinostart zu The Division gibt es noch nicht. Es gibt aber einen Termin für seinen aktuellen Film, denn Deadpool 2 soll in Deutschland am 17. Mai starten. Das war's für diese Woche schon fast mit den News. Jetzt noch ein Hinweis von unserem Sponsor, denn in Zusammenarbeit mit Omen bei HP verlosen wir ein Gaming-Notebook. Alle weiteren Infos dazu unter dem Link in der Beschreibung. Euch jetzt ein schönes Wochenende. Am Montag gibt es wieder die News. Bis dahin, weiterspielen.